Hi, heute sind wir bei uns im Untergeschoss. Wir haben noch eine zweite Etage und da gestalten wir gerade ein bisschen um. Auf dieser Seite seht ihr hinter mir eine Nudelsküche von Nudels und Nudels und Nudels aus Berlin. Und wir haben ein neues Produkt, um das es aber hier heute geht. Und das ist der Stihl Mistral. Das ist ein ganz neuer Herd und das hat es so noch nicht gegeben. Da ist nämlich ein Standherd inklusive Muldenlüfter. Muldenlüfter ist ja jetzt nichts Neues. Genau genommen ist das schon eine recht alte Geschichte. Muldenlüfter ist erfunden worden, meines Wissens, vor über 40 Jahren von Gaggenau. Ist aber groß geworden erst unter dem Namen Bora. Die Firma Bora hat vor etwa 10 Jahren da ein Problem erkannt, was auch vorhanden ist. Und vor 10 Jahren ging das los, dass alle Küchen neu geplant wurden mit Kücheninseln. Und ein Herd und eine Kücheninsel bringt immer das Problem, was macht man mit der Haube? Ich persönlich bin immer ein Fan davon, eine Wand zu haben, den Herd an der Wand und eine Haube oben drüber, weil das am besten funktioniert. Aber bei einer Kücheninsel ist das immer ein Abstrich mit einer Haube. Und da kommt noch ein zweites Problem hinzu. Nicht nur, dass die Wand fehlt, man hat die Haube im Weg hängen. Und besonders, wenn man so groß ist wie ich und hängt eine Haube in irgendeiner Höhe auf, dann würdet ihr mich jetzt hier nicht sehen, wenn hier eine Haube in dem Bereich hinge. Wäre natürlich für viele Räume sehr, sehr unpraktisch und wirklich unschön. Und entsprechend hat Bora das alte Konzept wieder aufgegriffen und hat Muldenlüfter gebaut, die nach unten absaugen. Die werden heute sehr sauber direkt ins Kochfeld gebaut. Früher gab es das immer als Nebenbauelemente und dann kamen kleine Kochfelder daneben, aber heute wird das alles in einem gebaut und so macht Stihl das auch. Letztlich ist das rein technisch alles ähnlich, was die ganzen Hersteller anbieten. Die bauen ja meist selber nicht die Motoren und die bauen auch selber nicht die Induktionskochzonen. Die werden alle zugekauft und das meist von den gleichen Lieferanten. Das ist hier Ego in dem Fall. Die stellen diese Induktionstechnik her und dazu eine Technik, halt eine Abluftharbe unten drunter. Ich zeige euch mal einmal, wie es aufgebaut ist. Wir machen es gleich mal an. Hier ist ein sehr schweres Metall, was geschwärzt ist, damit es zu dem Herd in diesem ganzen schwarzen Design passt. Das nehme ich mal einfach raus. Da kommen dann Gitter und hinter den Gittern haben wir nochmal Kohlefilter. Und Kohlefiltermatten. Die sind auch im Auslieferungszustand einfach komplett dabei. Und hier unten seht ihr dann den Motor, der hier nachher läuft. Und der Motor hat auch noch einen Raum hier unten. Falls mal Wasser überläuft, da kann man später auch mal durchwischen und wenn da Feuchtigkeit ist und das einsammeln. Genau, der Motor saugt hier nach unten. Und gleich zeige ich euch, wie das technisch aufgebaut ist, weil das ist wirklich interessant bei dem Standherd. Und da sind wir eigentlich bei dem Wunder, was es noch nicht gab. Und warum hat das so lange gedauert, bis jemand auf die Idee gekommen ist, das in so ein Standherd zu bauen? Weil die eigentliche Schwierigkeit bei dem Muldenlüfter war immer, dass sich das keiner zugetraut hat. Keiner hat sich zugetraut, so ein Teil zu planen, einen Schrank dafür speziell zu bauen, damit man die Abluft irgendwo hinführen kann. Dann hat man die unten in der Kücheninsel, da muss man die irgendwo rausführen, damit es nicht die Feuchtigkeit sich unter der Kücheninsel staut oder der Fußboden unter der Kücheninsel, weil vielleicht ein Keller drunter ist, der auch noch kalt ist, immer die Feuchtigkeit aufnimmt. Da muss man sehr genau planen und sich sehr viel Gedanken drum machen. Und dieses System macht das total einfach. Die saugt hier an der Stelle ab und noch oberhalb des Backofens wird das alles zur Seite geführt. Und das geht hier in dem Herd in der Seite runter. Das zeige ich euch jetzt unten, wie das weitergeht. Das wird, also hier ist der Motor, der das absaugt, der führt das seitlich an dem Ofen vorbei runter und dann kommt das hier unten in der Klappe erstmal wieder an. Das kommt hier unten, da müsst ihr ganz, schauen wir mal mit euch rein, durch diesen Anteil wird das geleitet und läuft dann hier hoch. Und hier oben ist ein unter dem Backofen so ein 3 cm großer Raum über die ganze Breite und von da bläst das nach vorne raus. Also auch wenn ich das hier wieder zumache, genau durch diesen Schlitz bläst das nachher nach vorne in den Raum zurück. Und da haben die auch direkt weitergedacht, weil das ist nicht nur möglich, dass das hier auf dem Wege abgeht. Man kann mit zwei Schrauben dieses Bauteil hier entfernen. Und hier im Boden ist vorgelasert eine Edelstahlfläche. An der kann dann ein 90-Grad-Bogen angebracht werden. Und dann könntet ihr es auch nach draußen abführen, wenn ihr es als Abluftschraube verwenden wollt. Und die dritte Möglichkeit ist, hier unten ist Platz. Und es lässt sich noch ein ganzer Plasmafilter verbauen. Das sieht dann so aus. Dann wird der Plasmafilter seitlich da unten eingebaut. Dann läuft das einmal durch diesen Plasmafilter und wird am Ende wieder hochgeleitet und es kommt wieder in diesen gleichen Raum, in dem es sauber in den Raum zurück abgeführt werden kann. Und das ist alles ohne extra, ihr müsst es nicht mal unter dem Herd verbauen, es lässt sich alles in dem Herd integrieren. Wenn ihr das nur ohne Plasmafilter verwendet, geht das auch. Dann habt ihr hier unten weiterhin einen Stauraum. Ich habe den Plasmafilter eben mal eingebaut. Das ist ziemlich einfach. Es sind wirklich nur die zwei Schrauben, die gelöst werden. Was ich aber nicht machen konnte, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich muss in der Decke auch ein Blech rauslasern, damit die ganze Luft wieder da rein kann.
Und da ich dieses Blech nachher nicht wieder reinbekomme, wenn ich es jetzt ausklipse aus dem Stahl, habe ich das mal gelassen. Aber funktionieren tut das genauso. Wo wir hier vorne sind, zeige ich euch noch kurz was zu dem Backofen, weil auch der ist in einem anderen Video von uns schon gezeigt worden. Ich habe über den Genesi eins gemacht. Der ist sehr ähnlich. Der wird auch digital gesteuert, hat aber keine Automatikprogramme. Der Unterschied ist, ihr könnt auch hier verschiedenste Programme einstellen. Und hier gibt es zum Beispiel auch das Programm Pizza. Da habt ihr die Möglichkeit, bis 315 Grad hoch den zu stellen. Ich hatte den Ofen eben an, deswegen zeigt er hier über den Kernfühler an, dass hier 45 Grad im Ofen sind. Der dürfte jetzt ein bisschen abkühlen im Raum, wobei es auch hier noch warm genug ist. Dann gehe ich noch mal eine Stufe weiter. Dann sind wir nämlich bei dem Modus Grillen. Gucken wir mal, ob wir den einfach so anmachen können. Ja, genau, da ist die Kernsonne mittlerweile auf 37 Grad. Und jetzt seht ihr hier unten, dass der mitgelieferte, ich nehme mal die Kernsonne raus, Grillspieß sich dreht. Und auch das ist möglich. Ja, jetzt merkt er, dass ich die Kernsonne entfernt habe, aber das macht ja nichts. Genau. Den machen wir jetzt aber wieder aus, darum geht es nicht. Da gibt es noch ein anderes Video über die Genesi-Serie und das ist relativ ähnlich insgesamt. So, machen den einfach wieder aus und legen das beiseite. Gehen wir noch weiter zum Muldenlüfter. Wie gesagt, es nennt sich Muldenlüfter. Es ist aber ein bisschen wie bei Tempotaschentüchern. Das Ganze wird einfach Bora meist genannt. Die Kunden kommen rein und sagen, sie wollen ein Bora-System. Verbauen wir immer schon auch in Küchen, wenn eine Küche von uns möchte. Viel wird mit Standherden gebaut und bei Gas macht diese Abluft nach unten keinen Sinn. Aber wenn man möchte, kann man das in der Kücheninsel so planen. Und das geht jetzt auch mit dem Standherd. Da ist vor allem der Vorteil für jemanden, der seine Küche selber plant vielleicht, weil das natürlich viel einfacher ist. Ich nehme diesen einen Standherd, da ist alles mit drin, den stecke ich in die Steckdose und los geht's. Und da kann ich selber meine Nudelsküche zu planen oder Modulküchen von irgendeinem anderen Anbieter. Oder ich baue mir eine Küche selber mit irgendeinem schwedischen Möbelhaus und plane diesen Herd so, wie er ist, hier einfach ein, ohne dass ich eine Haube aufhängen muss, ohne eine Abluftführung und so weiter. Wir werden noch viele Videos machen zu dem Thema Abluft überhaupt, Abluft, Umluft, Muldenlüfter, Inselhauben, Wandhauben, Kopffreihauben. Da gibt es so viele Möglichkeiten, da machen wir noch ein bisschen was zu. Jetzt zeige ich euch erstmal gerade, wie das hier funktioniert. Ich greife jetzt von dieser Seite nach vorne und mache uns mal den Topf hier an. Machen wir mal Stufe 6 oder 7, damit das Wasser kocht. Ich habe ein bisschen Wasser reingetan. Das wird hier bei dem Herd alles von vorne bedient. Das müsst ihr nicht mit Touch bedienen, aber die Haube schon. Da gibt es mehrere. Es gibt Plus, Minus und es gibt An. Wenn ihr den auf An stellt, dann geht ihr erstmal auf Stufe 2. Und hier unten auf diesem Streifen könnt ihr einstellen, ob ihr eher weniger oder eher mehr wollt. Aber dann seht ihr natürlich auch sofort, dass man meine Finger da drauf sieht. Damit ihr mich besser hört, solange das Wasser nicht kocht, mache ich den mal nur auf 1. Ganz wichtig bei einem Muldenlüfter, aber auch bei jedem anderen. Am Ende müsst ihr das einstellen auf so einen Timer, dass der weiterläuft. Dann läuft er noch 15 Minuten nach. Da gibt es für gewöhnlich 2 Stufen, das habe ich mir bei dem nicht angeguckt. Und dann blinkt der noch und der läuft noch eine Zeit lang, weil der muss trocken laufen. Am Ende, damit ihr da keine Feuchtigkeit drin behaltet und keine Bakterien sich da drin sammeln. So, jetzt fängt das Wasser langsam an, warm zu werden. Noch auf die Stufe 8 hoch. Und dann machen wir den wieder vom Timer weg. So, 2, 3. Genau. Wieso Muldenlüfter funktioniert, kennt ihr alle. Habt ihr alle schon mal irgendwo gesehen, was es heute gibt. Es gibt viele Topfhersteller, die haben eigene Deckelserien, wo die Deckel auf der einen Seite eine Öffnung haben. Dann funktioniert das Ganze natürlich noch besser, wenn das besser gelenkt ist. Weil wenn hier in einem Raum Wind herrscht, klappt das natürlich in dem Moment nicht. Und wenn ihr eine große Küche habt und da Leute drin rumrennen, funktioniert das nicht hundertprozentig. Aber das ist bei Abluft und bei Hauben, die oben drüber hängen, natürlich auch so. 100% gibt es dabei nicht. Aber man kann das schon verbessern und da gehören zum Beispiel auch Deckel zu, die eine Öffnung auf einer Seite haben. Da gibt es heute verschiedenste Möglichkeiten. Das ist jetzt Stufe 3. Es gibt auch noch Stufe 4. Und genau, ihr seht, funktionieren tut das. Und ihr seht auch hier jetzt Feuchtigkeit. Auf dem kalten Gitter sammelt sich Feuchtigkeit. Das Gleiche passiert natürlich auch innen drin an anderen Stellen. Das heißt am Ende, ihr könnt ihn dann auf Stufe 1 runterstellen und stellt ihn auf den Modus, dass er nur noch nachläuft. So, den Herd machen wir wieder aus zwischendurch. Genau, da haben wir jetzt nur kurz ein bisschen gekocht. Aber die Feuchtigkeit, die ihr hier oben seht, die hat
gibt es natürlich auch irgendwo in dem ganzen System und dann ist es immer wichtig, dass das nochmal nachläuft. Und das ist genauso wichtig bei einer Haube, die nach außen abzieht oder noch wichtiger bei einer Haube, die durch Kohlefilter und durch einen Plasmafilter zieht. Weil wenn ihr das Ganze noch durch einen Plasmafilter laufen habt, habt ihr in dem Plasmafilter natürlich die Feuchtigkeit und in der Feuchtigkeit, wenn ihr danach nicht kocht, sammeln sich dann natürlich Bakterien oder vermehren sich Bakterien stark und deswegen ist es immer total wichtig, die Nachlaufstufe verwenden, egal bei welchem System. Genauso auch hier. Ja, sonst noch ein bisschen zu dem Herd. Der hat auf beiden Seiten Flexzonen. Das bedeutet, ich kann da entweder zwei Töpfe hintereinander draufstellen, so wie wir jetzt hier, zum Beispiel auf dieser Seite, und davor noch einen. Aber es gibt auch Bratpfannen oder Platten, die ihr da drauflegen könnt, so Teppanyakis von Stil. Ihr könnt große, lange Bräter da draufstellen und beide gleichzeitig anmachen. Das sind beides Flexzonen, sowohl auf der, sowie auf der linken und auf der rechten Seite. Und ansonsten ist der eine Standardhöhe bei 90. Es gibt etwas längere Füße, damit kann man das verändern. Die Tiefe ist, glaube ich, 60 von dem Herd und die Breite ist auch 90. Lässt sich also easy überall einplanen. Und wenn man das jetzt mal in einem Kostenvergleich sieht, Preise sind immer, jetzt zum Zeitpunkt dieses Videos liegt ja bei knapp über 7000 Euro dieser Herd mit Muldenlüfter, Induktion und Backofen. Wenn ihr irgendein Konkurrenzprodukt von einem anderen Hersteller kauft und mal nur das Kochfeld seht, dann müsst ihr mal das Kochfeld, einen Motor, dann braucht ihr eine Arbeitsplatte, in die ihr das einlasst. In der Arbeitsplatte braucht ihr ein Loch, wo das Ganze eingeklebt wird. Dann braucht ihr einen speziellen Schrank unten drunter. Ein Backofen geht oft gar nicht unten drunter, weil da halt irgendwo die Technik steckt. Und das heißt, ihr habt einen Schrank mit Auszügen, aber meist fällt der obere weg, weil da ja die Technik von der Haube drunter steckt. Und wenn man das alles summiert, ist das auch nicht günstiger, als man das Ganze hier in einem haben. Und planungsmäßig ist das hier auf jeden Fall eine sehr einfache Lösung. Ja, ist auf jeden Fall schön, euch das mal zeigen zu können. Für uns ist es auch neu. Wir haben darauf gewartet. Auf einer Messe habe ich es schon vor einem Jahr gesehen. Aber er ist erst letzte Woche geliefert worden und da haben wir lange darauf gewartet. Und wir gucken mal, wie das läuft. Der erste ist schon unterwegs zum Kunden. Vielleicht kriegen wir auch da einen Erfahrungsbericht, weil der hat den zusammen mit unserem Ausstellungsherd bestellt. Der hat da auch schon lange drauf gewartet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Schaut euch um, was wir noch an Videos haben. Und in Zukunft werden noch ein paar Videos kommen zum Thema Abluft-Hauben, Umluft, wie ich schon erwähnt habe. Und im Anschluss immer noch ein paar Aufnahmen von diesem Herd, damit ihr dann noch mal ein bisschen ein Bild von bekommt und noch mal was seht. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, ein Like da lassen. Vielen Dank!